Moin und Weidmannsheil. Das jetzige Video wollte ich eigentlich drehen, wenn es mal ein bisschen kühler ist und man nicht sofort schwitzt, sobald man sich bewegt. Aber ich will euch nicht noch länger warten lassen. Ihr habt es bei Instagram nämlich schon verfolgt. Es gibt ein neues Gerät in meiner Wiederladewerkstatt. Und ich habe so viele Nachrichten von euch gekriegt, was das ist, die einen. Und die anderen, die es natürlich schon kennen von YouTube oder aus anderen Quellen, wollten einfach wissen, wie genau schaut's aus, was ist alles drin, wie nimmt man es ins Betrieb. Und damit soll es natürlich jetzt nicht länger auf sich warten. Also, auspacken. Was ich noch dazu besorgt habe, ist ein Kaltgerätekabel mit deutschem Stecker. Das schon mal am Rande. Mir wurde gesagt, da drin ist nämlich nur das neuseeländische Teil. Aber das Gerät ist mit 220 Volt zu betreiben. Also insofern alles gut. Und der Händler hat es natürlich auch schon einmal ausgepackt und hat mir die entsprechenden Adapter beigelegt. Also es war schon mal jemand dran. Aber jetzt für mich der erste Blick wirklich hier ins tiefe Geschehen. Es ist dabei eine Anleitung, ein Willkommensschreiben, ein Aufkleber. Sehr gut. So, alles ist natürlich gut verpackt. Die Teile werden 100% in Neuseeland gefertigt und müssen natürlich dann den Versand auch sicher überstehen. Ich glaube, sie werden dann über England nach Europa importiert. Basecap, auch sehr nice. So, was haben wir noch? Genau, man braucht entsprechende Adapter für das jeweilige Kaliber, was man hier mit glühen will. Wobei das im Grunde Abstandshalter und Zentrierhilfen sind, wenn man das, ich sag jetzt mal so benennen darf. Aber die braucht man auf jeden Fall zusammen mit einem passenden Hülsenhalter. Also das Ding, was ihr sowieso beim Wiederladen habt, da müsst ihr dann eben auch kaliberspezifisch den passenden Hülsenhalter haben. Aber der ist ja sowieso im Bestand. Dann haben wir hier eine Abdeckhaube. Trocknungsgranulat. Eine Pappröhre. Schauen wir mal. Da sind einmal Füße für das Gerät mit drin. Das, was da komische Geräusche macht, ist übrigens der Weimaraner, der unruhig ist und eigentlich raus möchte. Und nicht das Mikrofon. Also ein bisschen Entschuldigung, aber es trappelt manchmal. So, das gute Stück hier, das ist das Teil, wo ihr dann den Hülsenhalter aus eurer Wiederladeausrüstung reinsteckt, einklemmt und dann damit die Hülsen bewegen könnt, wenn sie heiß sind. So, USB-Kabel ist dabei. Man kann Geräte-Updates machen. Und es wurde nicht gelogen, ein Kaltgerätekabel mit solch einem schönen Stecker. Aber ein gut sortierter Haushalt, der hat natürlich alles dabei. So, und dann war es das an Zubehör. Und wir haben, komm schon, hier das schöne Gerät. Sehr gut, hat auf jeden Fall nach äußerem Anschein die lange Reise sehr gut überstanden. Ich schaue jetzt in die Anleitung und dann nehmen wir das Ganze in Betrieb. Alles ist angeschlossen. Der Aufbau ist wirklich spielend einfach. Die Füße lassen sich einstellen. Das heißt, man kann das Gerät wirklich, auch wenn die Arbeitsfläche nicht 100% passend ist, kippelfrei aufstellen. Und der Moment, Folie ab vom Display. Und da hinten war auch noch eine. Das ist immer, was bei der Jagd, der ein Besitznahmebruch ist, ist bei technischen Geräten das Folie abziehen, oder? Gut, hinten hat es den Einschalter. Der Lüfter fängt an zu laufen. Und dann gucken wir mal. Springt an. Alle Daten werden einmal angezeigt und dann geht es auch schon in Betrieb. Es gibt einmal den Aztec-Mode. Das ist dieser Modus, in dem das Gerät selber eine Hülse durchglüht, bis sie zerstört ist, den Zeitpunkt misst, wann genau das passiert und dann rückrechnet, an welchem Zeitpunkt für die jeweilige Hülse mit dem entsprechenden, mit der entsprechenden Stärke und dem entsprechenden Material der ideale Glühpunkt ist. Also das ist wirklich das, was das Gerät einzigartig macht. Sprich, ich habe hier im Grunde ein Analyselabor mit drin, was selber ermittelt, wo der
perfekte Glühpunkt für die jeweilige Hülse ist. Es gibt aber auch noch den Standard-Mode. Dann muss ich mir im Internet von der Homepage von Annealing Made Perfect einmal die entsprechenden Daten raussuchen. Das heißt, wenn ich jetzt hier weitergehen würde, fordert er mich auf, einen entsprechenden Code einzugeben. Über den Code weiß das Gerät dann, welchen Glühzeitpunkt es haben muss, welche Glühstärke es haben muss. Aber ich will meine Hülsen optimal glühen, sprich, ich werde diesen Analysemodus gleich einmal benutzen. Im Setup-Modus passiert jetzt erstmal nichts, da würde er nur nach dem Anschluss an einen Computer fragen. Und insofern gehen wir einmal zurück. Zurück geht's mit Minus und Plus. Dann gehe ich zurück und durch die Programme wähle ich hier mit Plus oder Minus. So, Aztec-Mode. Wir brauchen einmal natürlich die Hülsen. 6.5 Creedmoor werden geglüht. Hülsenhalter Nummer 1. Ich zeige das hier mal auf der Kleinkamera. Das Ding ist einfach, ich schraube das mal ganz auseinander. Das Ding hat einfach nur so eine Klemmbacken, sage ich mal, und einen Ring, der dann entsprechend zumacht. Das heißt, mein Hülsenhalter kommt hier rein, Nummer 1 bei der 6.5 Creedmoor. Und dann gibt es hier die entsprechenden Bushings, die entsprechenden Einsätze. Und da muss ich kurz gucken, für die Creedmoor ist der 17er der richtige. Und es ist natürlich hier alles sehr sauber gefertigt, gleich mit entsprechenden Schutzkappen. So soll das sein. Also das Bushing, das kommt rein oder der Einsatz. Einfach handfest anschrauben. Dann bereiten wir uns die Hülse hier vor. Jetzt schalten wir einmal in den Aztec-Mode. Wir wollen ja die Analysefunktion haben. Also Aztec und dann Start. Jetzt fragt er mich, jetzt sagt er einmal, Patent ist angemeldet. Und dann gibt es einmal Run, aber das wollen wir noch nicht, sondern wir wollen Analyse und drücken auch einmal Start. Jetzt fragt er mich nach dem entsprechenden Code für den Piloten hier. Pilot heißt das bei denen, nicht Bushing. Also Pilot. Auf der Website, da gibt es ein Suchtool. Da kann man dann für 6.5 Creedmoor das entsprechende den entsprechenden Code raussuchen. Er sagt einem hier auch nochmal, die Pilotennummer ist die 17, die haben wir ja schon ausgewählt. Und man hat hier auf der Rückseite der Anleitung, beziehungsweise insgesamt hier mehrere Seiten Zeit oder Platz, sich seine Daten zu notieren. Das heißt, das Raussuchen macht man nur einmal. Gut, wir haben die 017A. Achso, 0, 1, 7a. Gut. Jetzt will er Analyse fahren. Hülse rein. Und Start. Jetzt generiert er den Code, mit dem man dann die Hülsen sozusagen dann immer wieder glühen kann. Man muss das also nur eine Hülse einmal zerstören. Der Code ist dann immer der gleiche für die entsprechende Charge der Hülse. Dann gucken wir einmal. Oha, ja, guckt mal. Seht ihr das? Wenn ich den Fokus hier... Na, komm schon, jetzt hat er Fokus. Seht ihr das? Die Hülse ist jetzt einmal wirklich komplett zerstört und sie ist unglaublich heiß. Ich habe mir hier schon so eine Aluschälchen besorgt. Die Hülse ist jetzt zerstört. Den Code habe ich notiert. Und dann geht es einmal zurück. Jetzt können wir sagen Run. Jetzt muss ich den Code natürlich noch einmal eingeben. 0153 ist das in diesem Fall. Aber über diesen Code weiß das Gerät eben jetzt, wo der optimale Glühpunkt ist und wo dann abgeschaltet werden muss. So, und dann heißt es nur noch Ready und wir sagen Go. Das kleine rote Licht hier, das zeigt an, wenn es fertig ist. Und guckt euch das mal an. Guckt euch das hier mal an. Eine perfekt geglühte Hülse. Aber man spürt die Hitze richtig hier am Gerät. So, nächste Runde. Fertig.
Und auch hier wieder richtig gleichmäßig die perfekte Verfärbung. Und ich denke, wenn man sich ein bisschen eingegroovt hat, dann ist man auch relativ zügig mit dem Vorgang. Ihr seht, wenn man jetzt hier hintereinander wegarbeitet, dann geht das wirklich zügig. Gerade 6.5 Creedmoor, das Gerät hat eine sehr gute Kühlung, da kann man wirklich einiges hintereinander wegarbeiten. Es ist wirklich so, dass man nur bei den großen Hülsen, ich sage jetzt mal 50 BMG, 416 Barrett etc., da macht das Gerät automatisch nach 100 Schluss, um sich abzukühlen. Aber bei den kleinen Hülsen kann man, selbst wenn wir jetzt wie hier irgendwie knapp 30 Grad haben, hintereinander wegarbeiten. Aber das werde ich dann nochmal in Ruhe austesten. Das war es an dieser Stelle vom ersten Eindruck, vom Unboxing, vom Setup und von der Inbetriebnahme der Annealing Made Perfect Mark II. Und ich freue mich wirklich, damit jetzt mal wieder Laden auf ein neues Level zu bringen. Wie sich das Gerät dann in der Praxis macht, welche Vorteile man sich dadurch wirklich bei der Munition und beim Wiederladen erarbeiten kann, das gucken wir uns dann nach und nach an. Für heute war es das. Mir bleibt jetzt nur noch eins zu sagen. Ihr wisst es, keine Ausreden. Ab nach draußen, geht jagen oder Longrange schießen. Oder von mir aus geht in die Wiederladewerkstatt. Neuer Spruch vielleicht demnächst mal fällig. In diesem Sinne, alles Gute.